Extreme Sicherheitsvorkehrungen heute in und rund um das Wiener Landesgericht, denn ein ganz besonderer Fall steht an. Es geht um einen 18-jährigen Syrer, der einen Grundwehrdiener am Reumannplatz niedergestochen haben soll. Die Geschichte, über die haben wir berichtet, da ging es darum, dass eine junge Frau von eben diesem Syrer belästigt worden ist. Ein Grundwehrdiener ist ihr dann zur Hilfe geeilt und hat dafür einen Faustschlag ins Gesicht kassiert. Er wollte keinen Streit, hat versucht, den Ort zu verlassen, aber der mutmaßliche Täter hat ihn verfolgt und dann tatsächlich mit dem Messer in seinen Körper gestochen. Das hat heute eben diese Gerichtsverhandlung zur Folge wegen Mordversuch. Und der 18-jährige Syrer, der hat einen besonderen Hintergrund. Der dürfte der sogenannten 505 oder 505-Bande angehören. Jene Bande, die für die Ausschreitungen in den letzten Tagen und Wochen in Wien gesorgt hat. Wir haben darüber berichtet, in Meidling hat es 4 Schwerverletzte gegeben. Am Freitag davor in der Brigittenau ein paar Leichtverletzte. Und scheinbar sind dazwischen noch einige Vorfälle, die aktuell noch nicht einmal amtsbekannt sind. Was allerdings gewiss ist, dass es in den sozialen Netzwerken Aufrufe gibt, eben von Menschen, die dieser 505-Gruppierung nahestehen dürften, hierher zu kommen, als Besucher in den Gerichtssaal und die Gerichtsverhandlung zu stören. Das hat dazu geführt, dass die Verhandlung von einem normalen Gerichtssaal in den Schwurgerichtssaal verlegt worden ist, die Sicherheitsvorkehrungen extrem in die Höhe geschraubt worden sind und ein Film- und Aufnahmeverbot rund um das Gericht verhängt worden ist. Sprich, man darf nur von hier draußen filmen, vor dem Gerichtssaal im Gebäude ist das Filmen aktuell verboten und das eben wegen der Sicherheitslage, so die Exekutive. Die ist übrigens wirklich verstärkt hier angerückt mit unzähligen Polizeistreifen, mit den großen Bussen, viele Polizeibeamte, die dann etwa um 8:45 in einer Gruppe das Gebäude betreten haben. Dazu noch ein Polizeihubschrauber, der hier über dem Gelände gekreist ist und scheinbar die Lage ins Auge genommen hat. Jetzt ist die Frage, wie gefährlich ist es wirklich? Auf der einen Seite stehen viele, die sagen, wir haben einen Bandenkrieg in Wien, die Gewalt, die eskaliert und man weiß nicht, wohin das noch führt. Das wäre eine Gefährdung der Öffentlichkeit. Auf der anderen Seite steht zum Beispiel Gesundheitsstadtrat Hacker. Der erkennt schon die Problematik von Straftaten in Wien, meint aber, es liegt einfach daran, dass wir zu wenig Polizei haben. Wien sei eine wachsende Stadt und da bei der Exekutive zu sparen, wie zum Beispiel eben in Favoriten, das zeitigt dann nach Jahren der verfehlten Politik eben seine Folgen. Im Endeffekt schiebt man sich da aber doch gegenseitig die Verantwortung zu. Die unhaltbaren Zustände, die müssen sich auf jeden Fall ändern. Wie weit der heutige Gerichtsprozess dafür sorgen kann, dass hier einiges, das noch nicht bekannt ist, an die Oberfläche kommt und dann eben auch verfolgt werden kann, das sehen wir im Laufe des Tages.